scheint noch nicht da zu sein. Iona, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Welchen Pico willst du haben? Den links, den mit dem Surfbrett. Ist gebongt. Bis zum Wochenende, Iona. Hallo, sind Sie Hannah Nielsen? Hallo, sind Sie John Carpenter? In voller Größe. Ja, das bin ich. Es ist schön, Sie zu sehen. Hatten Sie einen guten Flug? War okay. Ich habe gehört, was hier vorgefallen ist. Es ist furchtbar, was passiert ist. Ja, ich hatte mir meinen ersten Tag auch anders vorgestellt. Aber kommen Sie, lassen Sie uns erstmal ins Büro fahren. Oder in das, was man so Büro nennt. Willkommen in unserem trauten Heim. Wir haben eine Menge Zeug hier rumliegen. Jede Menge Kameradrohnen, Mikrofone, Leuchten und was man sonst so braucht. Ich habe noch nicht alles katalogisiert, aber es scheint auch jede Menge Überwachungsausrüstung dabei zu sein. Und so wie es aussieht, nur das Beste vom Besten. Hier sind der Schreibtisch und der Computer. Ich habe unser Computersystem gestern mal durchgeschaut. Ich kenne das System vom Studium her, sollte also kein Problem sein. Erstmal einen Kaffee? Wir können runter in die Lounge gehen. Sie waren bei der UII? Mein Vater, eigentlich mein Onkel, war auch bei der UII. Ich habe gehört, dass er vor einigen Jahren im Einsatz umgekommen ist. Das tut mir sehr leid. Wahrscheinlich muss man bei UII-Jobs immer damit rechnen, dass etwas passieren kann. Meine Mom hat es nie ganz verkraftet. Vielleicht auch deshalb, weil wir nie erfahren haben, wie er ums Leben kam. Und, wie machen wir jetzt weiter? Sie fragen mich? Nachdem Rob nicht mehr da ist, sind Sie jetzt der Boss. Sie sagen, wo es lang geht. Dann als erstes. Ich bin Hannah, unter Journalistenkollegen ist man per Du. Das hat mir Rob noch so beigebracht. Okay? Ja, gerne. Ich bin John. Wir haben einen Mord. Ich denke, wir sollten herausfinden, was geschehen ist. Das sind wir Rob schuldig. Weißt du, um was es bei seinen Recherchen ging? Leider nein. Er hat mir nichts verraten. Albert Hansen hat mir versprochen, Robs Account-Daten zu schicken. Vielleicht können wir in seinen Daten mehr zu seinen Recherchen finden. Und, Und? Als ich Rob gefunden habe, das Pad, das er bei sich hatte, war zerstört. Aber er hatte noch zwei Zahlenreihen aufgeschrieben. Ich habe sie mir gemerkt, habe aber das Pad fallen gelassen und der Schnee hat die Zahlen weggewischt. Deine grünen Augen sagen mir, das war nicht ganz unabsichtlich, nicht wahr? Wenn die UIE mit drin hängt, wer weiß. Komm, lass uns Rob Daten sichten. Irgendetwas Brauchbares gefunden? Ein furchtbares Durcheinander. Ich weiß nicht, wie er sich selbst darin zurechtgefunden hat. Er scheint sich mit den Strukturen in der Verwaltung von New Babbage und der hiesigen UII beschäftigt zu haben. Namen, Adressen. Hier eine Sammlung von Artikeln aus der Lokalpresse über die Red Angel Fleet. Red Angel Fleet? Was ist das? Das sind Sanitätsflieger, meistens Cutlass Reds. Sie fliegen die Außenstationen ab und versorgen die Leute mit medizinischen Leistungen. Werden durch die Regierung und die UII gesponsert. Schau dort. Es scheint Angriffe auf diese Schiffe gegeben zu haben. Ja, habe ich auch schon mal gelesen. Aber die Red Angels haben immer bestritten, dass jemals ein Schiff von ihnen angegriffen oder abgeschossen worden ist. Meinst du, sie wollten das vertuschen? Warum sollte man sie angreifen? Das ist ja seltsam. Ein Archivfeil mit einem Passwortschutz. Da komme ich nicht rein. Schade, dass wir Rob nicht besser gekannt haben, sonst könnten wir jetzt besser raten. Könnte eine der beiden Zahlenreihen, die auf dem Pad waren, passen? Hey, Bingo, das ist es. Ich bin drin. Was kannst du sehen? Hier sind die Namenslisten über stationäre Einweisungen. Anscheinend Personen, die von den Red Angels zum Krankenhaus mitgenommen worden sind. Schiffsbezeichnungen, Außenposten, Datum und eine zusätzliche Rubrik C1, C2 oder R. Hier eine Liste mit Außenposten, die offiziell von den Red Angels angeflogen werden. Fällt dir etwas auf? Die Außenposten, die in der ersten Liste genannt werden, sind keine offiziellen Red Angel-Landepunkte. Du meinst, dass es Red Angel gibt, die keine sind? Hier sind noch Listen über Importe medizinischer Güter. Einige Einträge sind markiert. Importe von Organen und Zellmaterial für die Klinik auf New Babbage. Organhandel? Ich denke, wir kommen der Sache näher. Aber das sind alles nur vage Hinweise. Wen wollte Rob kontaktieren und welche Info wollte er von demjenigen bekommen? Und wer hat ihn umgebracht? Was nun? Wir machen unsere Arbeit als Reporter.
Ich denke, ich höre mich erstmal im Krankenhaus um. Ich könnte einen der Ärzte interviewen zu den Red Angels und was es mit den Organ- und Zelllieferungen auf sich hat. Vielleicht bekommen wir Hinweise, die uns weiterhelfen. Soll ich dich begleiten? Ich nehme eine Kameradrohne mit. Ich denke, ich bekomme bessere Antworten, wenn wir nicht in Überzahl erscheinen. Du könntest dir aber mal diese ganzen Überwachungsgeräte anschauen, die im Lager liegen. Ich hätte da schon eine Idee, was wir mit dem Zeug anfangen könnten. Hallo, ich bin Hannah Nielsen von Chimera. Mein Chef ist mit dem Klinikchef gut bekannt und hat mich beauftragt, eine wohlwollende Reportage über die medizinischen Errungenschaften Ihrer Klinik zu machen und über soziales Engagement. Können Sie mir jemanden nennen, der mir ein Interview dazu geben könnte? Muss nicht lange sein, vielleicht so 10, 15 Minuten. Ich habe gelesen, dass Chimera hier ein Studio eröffnen will. Lassen Sie mich schauen. Dr. Quedlinburg hat Dienst. Er ist nett. Der wird Ihnen bestimmt ein kurzes Interview geben. Gehen Sie bitte in Raum 10, Etage 3. Vielen Dank. Hallo, sind Sie Dr. Quedlinburg? Sie sind sicher die Reporterin von Chimera, nicht wahr? Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Wir wollen eine Reportage über die Klinik machen und Ihre besonderen Fähigkeiten herausstellen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen, aber entschuldigen Sie bitte, dass ich ja währenddessen weiterarbeiten muss. Kein Problem. Das Brenton-Hospital ist bekannterweise eines der besten medizinischen Einrichtungen in Hurston. Was sind Ihre Schwerpunkte hier? Quäke für die Blumen. Ja, es stimmt, an die Qualität, die wir hier abliefern, kommt es nur keiner ran. Wir sind führend in der Rehabilitation, der kosmetischen Chirurgie und in allen Behandlungen gegen degenerative Erkrankungen und Erscheinungen. Unter Rehabilitation nach Verletzungen und kosmetischer Chirurgie können sich unsere Zuhörer sicher etwas vorstellen. Aber was bedeutet die Behandlung von degenerativen Erscheinungen? Sehen Sie, wenn unser Körper altert, dann fallen nach und nach immer größere Bereiche an Geweben und Organen aus. Irgendwann ist ein Status erreicht, in dem der Körper nicht mehr funktioniert. Unsere Therapien können diese Form der Degeneration um Jahrzehnte hinauszögern. Es heißt, dass diese Form der Behandlung äußerst kostspielig ist. Ja, billig ist das Ganze nicht. Der Personenkreis, der sich diese Behandlungen leisten kann, ist überschaubar. Aber sehen Sie, wir benötigen Zellmaterial und Spenderorgane. Aufgrund der guten Medizin, die wir haben, sind Unfälle, bei denen jemand getötet wird und dennoch so weit unversehrt bleibt, dass man seine Organe entnehmen kann, sehr selten. Ja, und teuer. Es gibt doch auch die Möglichkeit, einen neuen Körper zu klonen. Warum dann überhaupt diese Form der Lebensverlängerung? Das ist einfach zu erklären. Der Klon wird aus eingefrorenem Zellmaterial des jeweiligen Patienten erzeugt. Mit jedem Klonvorgang nimmt die Qualität des Zellmaterials ab. Der nächste Klon ist immer schlechter und kurzlebiger als der vorige. Irgendwann findet das Klonen ein Ende, dann gibt es keinen neuen Körper mehr. Wer genug Geld hat, versucht deshalb, seinen aktuellen Klon so lange wie möglich am Leben zu halten. Woher beziehen Sie das Zellmaterial und die Spenderorgane? Gibt es dafür eine systemweite Organisation? Es gibt zertifizierte Lieferanten, streng durch das UEI und die lokalen Behörden überwacht. Eine interne Kommission der Klinik entscheidet dann, wer was bekommt. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Die Klinik ist aber auch karitativ tätig, nicht wahr? Ich denke da an die Unterstützung der Red Angel Flotte. Ja, ein Teil unserer Überschüsse geht in dieses Projekt und wir sind sehr stolz darauf, auch Menschen ohne Zugang zu den großen Kliniken so versorgen zu können. Bringen die Red Angel auch Patienten, die nicht vor Ort behandelt werden können, in ihre Klinik? In der Regel nein. Ich habe das noch nicht erlebt. Es mag sein, dass schwerste Verletzungen, die nicht vor Ort behandelt werden können, in eine Großklinik gebracht werden. Aber in der Regel, nein, auch der Kosten wegen. Wir bräuchten dafür eine höhere monetäre Unterstützung der lokalen Behörden. Dennoch ist es ein erstaunliches Programm, das schon viel Gutes bewirkt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Keine Ursache, es war mir ein Vergnügen. Und, hast du was Interessantes erfahren? Zum einen, sie verwenden Zellmaterial und Organe,
bekommen die aber über zertifizierte Lieferanten. Soll alles streng überwacht sein, aber wer weiß. Es steckt auf jeden Fall viel Geld drin. Bestimmt gibt es da einen Schwarzmarkt, aber den werden wir in den offiziellen Büchern nicht finden. Was aber interessant war, ist, dass die Red Angel in der Regel keine Patienten in die Kliniken fliegen. Ich frage mich daher, was es mit den Namenslisten auf sich hat. Wohin haben die Medic-Flieger die Menschen gebracht? Vielleicht sollten wir unsere Recherche ausweiten. Wir haben doch die Namen der Außenposten. Wir sollten dahin fliegen und die Leute vor Ort befragen. Vielleicht bringt uns das weiter. Das ist keine schlechte Idee. Hast du eigentlich deine Zellen in einer Klonbank eingelagert? Die UI macht sowas routinemäßig für das Einsatzpersonal. So eine Art Lebensversicherung. Ich glaube, sie halten die Zellen in der Kryobank für 10 Jahre. Ich bin jetzt 5 Jahre raus, das heißt, für weitere 5 Jahre könnte ich noch einen Blueprint in Terra liegen haben. Danach, ein Normalmensch kann sich das nicht leisten. Dein Onkel war doch auch bei der UII. Hatte der keinen Blueprint? Doch, hatte er. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Sein Klon ist nicht wieder aufgewacht. Entschuldige, ich wollte nicht. Nein, ist schon gut. Lass uns morgen einen Ausflug zu einem Außenposten planen. Wir haben eine Reliant im Starport. Die wollte ich schon immer mal fliegen. Lass uns den letzten Außenposten auf Microtech nehmen. Wir treffen uns morgen um 9 am Starport, okay? Alles klar.